ich wollte euch heute mal den ersten Batman-Comic von Dino vorstellen. Also normale Batman-Comic, nicht Animated-Serie. Aus den 90er Jahren. Dino war damals echt toll gewesen, fand ich. Die Rückseite. Das war der Preis damals D-Mark 4,90 D-Mark. Das war schon krass gewesen irgendwie. Und jetzt umgerechnet Euro, 2,50 Euro das Comic. Heutige Panini kosten 8 Euro, ungefähr 7,99, 6,99. Das ist echt unverschämt. Das ist ein super Preis gewesen. Die Zeichnung von dem war damals Mönch. Ist ein guter Autor, der gute Storys schreibt. Mein Lester Zeichner. Mein Lester ist ganz okay von Zeichnung, finde ich. Ist ein bisschen anders als 80er Jahre, 90er. Und die erste Story heißt Kreatur der Nacht. Das ist so eine Rückblende, so ein bisschen gut gezeichnet, finde ich, im Comic. Düster auch teilweise, mit Rückblenden, so Bruce Kindheit, wie er Batman geworden ist, seine Eltern, die ersten Schurken. Das ist so ein guter Comic, finde ich, zum Einstieg damals auch gewesen, weil irgendwie jetzt mehrere Jahre damals kein Batman-Comic rausgekommen ist in Deutschland, weil damals Harper die Lizenz dann nicht mehr weitergemacht hat. Dann kommt so ein komischer, ich glaube, für andere Herausgeber, ich glaube, Carlsen war schrecklich gewesen. Ich sage mal, Papier, Klebstoff und Leitung ging einzeln raus und so. Es gab mehrere Jahre kein Batman, Dino hat den Neustand wieder gemacht, das sehr erfolgreich gemacht. Meine persönliche Meinung ist bei Dino, wie gesagt, schöne Zeichnung. Dino hat den Fehler gemacht, finde ich, die haben dann zu gierig gewesen. Hätten die nur Batman Animated Serie Comic gemacht und den Mal Batman Comic, wäre es gelaufen. Aber die waren dann so größenwahnsinnig, Superman, dann noch Justice League, Wonder Woman, glaube ich, auch. Es gab zu viele Comics davon später, es ist unübersichtlich geworden und das war zu viel zum Kaufen, ehrlich gesagt. Und die haben so einen Druck gemacht irgendwie bei Dino damals. Die wollten, die waren glaube ich irgendwie 2-3 Jahre hinterher, die wollten viel produzieren, schnell rausbringen, den Abstand aufholen nach Amerika, dass das irgendwann 1:1 rauskommt. Dann haben wir viele Sonderbänder rausgebracht, so Bände, Sonderband zwischendurch mit einem Doppelband und so. Die haben gemerkt, die haben ein bisschen Stress gemacht mit raus, den sie ganz schnell rausbringen können. Ist doch egal, wenn die Comics jetzt, sagen wir mal, 2 Jahre hinter USA her sind, weil da damals egal gewesen, finde ich, so gesehen. Das ist immer noch neu, wie ich es nicht kenne, deswegen. Aber egal. Wie gesagt, das Comic ist sehr schön, die Story. Mit echt schönen Rückblenden, ein bisschen dunklere Zeilen, kann man sagen, dass Vergangenheit ist. Das ist echt schön gemacht. Das sieht man auch irgendwie Batmans Dauer, was gewesen, Batmans Dauerverkleidung, kommt jeden älteren Comics auch vor. Das ist ein altes Kostüm. Als Mensch jetzt, als Latein. Dann Rückblende mit den ganzen Schurken, dann mit Nightfall, wie das gewesen ist, mit Robin 1, Robin 2. Das ist echt gut gemacht, guter Rückblende. Ein super Comic zum Einstieg. Also guter Einstieg für jetzt wieder, die Leser jetzt drin sind, was los mit dem los gewesen ist. Das zweite Geschichte drin, lose Seiten, ist Robin Comic. Gezeichnet ist ganz okay. Die Geschichte geht zum Two-Face. Muss man festhalten, die ist ein bisschen los, die Seite, wie man sieht hier. Und Zeichnung ist okay, aber ich finde dieses Kostüm so grauenhaft. Ich meine, was hat Nightwing genommen, so ein Kostüm zu tragen? Das sieht so peinlich aus. Ich meine, Nightwing finde ich cool, das Kostüm später. Irgendwie dieses Zeichen da drauf bei Titans und so finde ich cool, das Kostüm. Aber das Kostüm ist noch peinlich, finde ich. Also so ein Zirkus-Clown irgendwie, so ein Zirkus-Akrobat. Das Kostüm war grausam gewesen. Und bei den Batman übrigens ist jetzt der dritte Batman, also der dritte Robin dabei, Tim Drake. Also der erste ist ja Dick Grayson, der ist Nightwing geworden. Der zweite ist dann Joker kalt gemacht worden, Jason Todd, und Tim Drake ist der dritte Robin. Er ist ganz okay, finde ich. Ich fand Dick Grayson am besten bis jetzt. Ich fand nur jetzt bei den Titan-Serie fand ich den Jason ganz cool. Da hat er eine große Schnauze gehabt. Der war ganz gut gewesen. Besser als den Comic. Den Comic war da unsympathisch gewesen. Hier kann man wieder Rückblende sehen mit Robin 2, glaube ich, nochmal. Hier, genau. Das ist auch eine Rückblende mit Joker, da wo er den zweiten Robin umbringt. Da sind Rückblenden drin. Interessante Story, aber das ist ohne Batman. Two-Face ist ganz okay gezeichnet. Oh, kann man auch hier noch sehen. Also der Comic ist ganz gut, kann ich empfehlen. Außer Nightwings Kostüm, wie gesagt. Die Story ist ganz gut, finde ich. Also nicht schlecht oder so. Und dann gibt es dann jetzt so erste Comic-Rückblende in den letzten 10 Jahren und so. Dann haben sie erklärt mit Batman, mit zweiten Robin erklärt, ersten Robin. Also kurz mal zeigen. Dann habe ich schon gepostet, die Story da mit, was gewesen, mit Killing Joke. Das ist auf der Seite, genau. Das war aber bei dem Rollstuhl sitzt. Das ist also die Timeline ist ganz gut, finde ich, gut gemacht. Und Informationen. Und damals war sogar noch Batman und Robin im Kino gewesen, glaube ich, damals. Und Figuren gab es davon auch. Aber hammermäßig finde ich, ehrlich gesagt, mega Film. Der Film war schrottig gewesen. Batman und Robin war ein Schrottfilm. Nicht der Rede wert. Schwarzenegger war cool, der Rest war schrottig. Das war Dino Comic Band Nummer 1. Bis demnächst.